Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Medieval Dynasty. Es ist wieder soweit, Update-Zeit, seid ihr bereit? Hinter den Kulissen wurde viel gearbeitet, aber auch zu sehen gibt es wieder die ein oder andere schöne Sache. Und wenn weiterhin fleißig so dran gearbeitet wird und wir mit Nachschub versorgt werden, dann blicke ich freudig in die Zukunft. Wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel. Ach, welch grandiose Überleitung. Genau darum soll es heute gehen. Um Wege, denn die können nun platziert werden, um die Siedlung etwas ansprechender zu gestalten, um noch ein bisschen Würze reinzubringen. Na, ihr wisst schon, wie ich das meine. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Müssen wir uns anschauen. Wo ist denn das Ganze zu finden? Bei weiteres, das kennen wir alles schon. Oh ja, da haben wir es doch schon direkt. Straße. Wir haben ja nun das Glück, direkt an einem Weg gebaut zu haben. Aber für all diejenigen, die abseits irgendwo in der Pampa bauen, ist das schon was Feines. Hier könnte das durchaus aber auch seinen Sinn und Zweck erfüllen. Probieren wir doch mal. Einmal von hier. Wie jetzt? In der Breite oder in der Länge? Einfach durchziehen. Ich probier's. Schön. Och, nee, nicht schön. Da muss erstmal das Lagerfeuer da weg. Das gefällt mir so schon mal gar nicht. Weg damit. Nochmal das Ganze. Oh, ich sehe, ihr habt auch wieder Ansprüche. Ihr habt wieder Aufgaben für mich. Gleich wird gleich abgearbeitet. Gehen wir gleich nochmal alles schön durch. So, nochmal jetzt hier zu der Situation. Mit dem Wege. Von hier hätte ich gern einmal schön bis vor die Haustür. Naja, fast. Bis dahin. Okay. Und nun? Wie jetzt? Das war's? Schon fertig? Moment mal. Da ist doch noch das ganze Grünzeug da drauf und im Weg. Muss ich da jetzt nichts mehr hier draufhämmern? Ich dachte, da muss ich jetzt noch Dreck draufschütten. Oder ich könnte was pflastern oder so. Aber, was soll ich denn jetzt davon halten? Ja. Ja, Schotterstraße, Kieselsteinstraße, Weg. Und dann auch noch nicht mal gerade schief gebaut das Ganze. Das muss man sich dann mal genauer anschauen, wenn der Schnee geschmolzen ist. Aber so. Naja, ich sag mal schön, dass es möglich ist, aber muss man es nutzen? Na, wenn wir einmal dabei sind, machen wir das jetzt auf der Seite aber auch noch. Damit das alles seine Ordnung hat. Muss ich da den Baum wegnehmen? Wahrscheinlich brauche ich eine Schaufel. Habe ich gerade nicht. Am Mann, packe ich mir ein. Hätte man jetzt gleich auch die ganzen Aufgaben abgehen können. Naja. Schönen guten Tag. Ich brauche mal die Schaufel und bin dann auch schon wieder weg. Viel Spaß bei der Arbeit. Ja, wer will denn jetzt noch was? Oh, die Hütte ist doch schon wieder kaputt. Du? Nein, du nicht. Hier im Hause. Ja, ob das so gut ist? Mensch, barfuß unterwegs im Schnee. Im kalten, kalten Schnee. Mensch, Gotthard, du erkältest dich. Ja, siehst du, da wird schon gehustet. Rein mit dir in die Stube. Komm ich gerade ungelegen. Ich kann auch später wiederkommen, wenn ihr ein bisschen für euch allein sein wollt. Ja, gut. Daran wurde also noch nicht wirklich gearbeitet. Ja, ich weiß, ihr hängt aneinander, aber man könnte sich auch mal ein bisschen lösen, ne?
Kann ich dir bei etwas helfen? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ja, ich sehe es, dass du meine Hilfe gebrauchen kannst. Also, wer das nicht sieht. Was gibt's Neues? Moment mal, was stand da, Alvin? Hä? Ich bin dabei, auf die Jagd zu gehen, aber mir fehlt immer noch etwas Ausrüstung. Wirst du sie für mich besorgen? Sicher, das wird nicht allzu lange dauern. Ja, vielleicht ja doch. Zeit zum Jagen, das war's bei dir? Noch jemand ohne Fahrschein? Ach, auch im Hause. Ne, Moment. Kasimirs? Bist du doch nicht etwa? Oh, mein Junge. Ja, was ist denn los? Papa, mir ist langweilig. Nimmst du mich auf die Jagd mit? Okay, aber versprich mir, dass du vorsichtig sein und auf alles hören wirst, was ich sage. Na super. Wieder das Balg am Rockzipfel hängen jetzt hier. Oder? Scheinbar nicht. Junge, Hirsch, Wildschwein, zwei Stück nur. Und der gute Henrik will eine Armbrust haben. Naja, jetzt gerade nicht. Wenn der mir jetzt nicht hinterher dackelt, gehe ich erstmal meiner Arbeit nach hier. Der Baum sollte weg, der Stumpf muss raus. Ach, was ist denn? Läuft nicht rund heute, wie es aussieht. Sind noch ein paar Fehler im System, möchte ich mal meinen. Schaufel brauche ich. Raus damit. Freie Fläche, wunderbar. Jetzt hätte ich gern hier noch mal einen Weg. Oh, da ist ja auch wieder das Lagerfeuer im Weg. Wir können ja auch erstmal bis dahin gehen. Ja, wo darf ich denn jetzt bauen? Da. Auch ein bisschen blöd, wenn da zwei verschiedene Wege aufeinandertreffen, aber naja. Was ich schon wieder meckere hier. So, bis dahin. Ja, könnte ich mich mit anfreunden. Wie gesagt, müssen wir uns dann nochmal anschauen, wenn der ganze Schnee hier geschmolzen ist. Kann man sich mittlerweile hinsetzen? Wie sieht's denn da aus? Auch das ist uns noch nicht gegönnt. Wir müssen weiterstehen. Naja. Wer kann noch ein paar Wege gebrauchen? Wo könnte man noch einen dran setzen? Hier vielleicht in Richtung Lager. Oder man macht eine schöne Runde. Eine schöne runde Sache, ne? Kann man ja zur Not wieder wegreißen, hoffe ich jetzt mal. Dann werden wir das mal testen. Einmal hier so schön an der Hütte entlang. Ach, war ja wieder klar. Komme ich da drüber? Nein, komme ich nicht. Hindernis im Weg. Ja, dann muss halt die Bürger auch wieder weichen. Was weg muss, muss weg. Ja, pack's ein jetzt hier. Warte, ich die Schaufel. Jawohl. Bräuchten wir jetzt nochmal? Puh. Jetzt komme ich da lang. Hoffe ich doch mal. Wo ist der Weg? Hier vorn. Da darf ich anfangen mit bauen. Und ja, ich komme durch. So, jetzt müsste man nur noch irgendwie ein Gefühl haben, wie breit das Ganze ist. Ja, nicht ganz optimal. Kann ich da jetzt einfach so dran bauen noch? Na, schau mal. Klappt doch. Dann setzen wir das Ganze jetzt hier noch. Bis zum Ende des Zaunes. Ach, der Mauer, Entschuldigung. Ja. Jetzt gehen wir hier noch entlang. Zack, bis dahin. Kommen wir jetzt hier so ein bisschen schräg? Ja, geht das? Testen wir. Ja, sieht doch ganz in Ordnung aus. Dann geht's jetzt hier weiter. Ja.
Ja. Kauf ich. So, hier noch einen kleinen Anschluss für die Schmiede. Einmal da. Einmal da. Oh. Oh. Ach nö, lassen wir dann halt so. Ja, und hier, da ist mir schon genug Dreck. Das kann so bleiben. Da können wir jetzt hier wieder. Komm ich da durch? Weg hier. Ich brauche mal Platz. Na, da brauche ich es gar nicht zu probieren. Wieder das ganze Steingelumpe im Weg. Wenn ich dich hier drüber baue, verschwindest du dann? Moment mal, jetzt geht's ja doch nicht. Ach, leck mich fett. Ach, dann halt hier. Mein Gott. Was ist denn jetzt schon wieder? Nicht wirklich. Irgendwo muss es doch möglich sein. Hier. Naja. Schau mal einer an. Bis... Ach, jetzt auf einmal, ja? Geht's doch. Bis dahin. Ach, sieht nicht ordentlich aus. Sieht nicht ordentlich aus. Aber naja. Eine erhöhte Position wäre jetzt ganz fein. Ah, lass mich da in den Wagen mal rein. Sehen tut man nicht wirklich viel. Ein bisschen abgehackt sieht's schon aus. Naja. Es kann ja noch verbessert werden im Laufe der Zeit. Das ist ja schon mal ein guter Anfang, der da gemacht wurde. Kann man so für den ersten Moment schon mal mit leben. Einmal kurz gedreht, alle Aufgaben abgeholt. Gut, dann packe ich erstmal den ganzen Kram, den ich jetzt bei mir habe, nochmal hier ans Lager. Und schleich dann nochmal rüber zur Schmiede, denn da soll es ja auch was Neues geben. Grundhölzer, weg damit. Steine brauchen wir nicht. Stöcke können da rüber. Stroh, keine Ahnung. Packen wir auch hin. Oh, ich brauche Trinken, ich brauche Essen, ich brauche Eier. Ihr wisst wieder, was ich meine. Ja, gutes Eiweiß. Lecker. Lasst mal überprüfen hier jetzt. Weg da. Kusch. Ja, erzähl mir was über dich selbst. Huch. Moment mal. Oh, neue Anzeige. Ihr seid verliebt. Ein Paar. Okay. Wusste ich aber auch schon vorher. Naja, so viel dazu. Find ich dich hier. Spitzhacke, Bauhammer, Eisenhacke, Sense, Schurschere, Eisenhäutungsmesser und eiserne Schaufel. Nein, eiserne Waffen. Armbrust, eiserner Spieß, Stapel mit... Nein, hier auch nicht. Ne, Moment mal. Ja, wo denn? Fackel, Knüppel, Schaufel, hölzerner Speer, hölzerner Hacke. Oder ist das mit dem einfachen Speer möglich? Da muss ich gleich mal noch was überprüfen. Was nachschauen. Denn eigentlich sollte es möglich sein, fischen zu gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste es dann ja wohl irgendwelche Vorkommen geben. Oder kann man da mit dem Speer einfach ins Wasser rein? Tja, weiß ich natürlich auch nicht. Habe ich gerade ein Einstecken? Nein, wieder mal nicht. Oh, genau, wenn wir einmal die Schaufel am Mann haben. Das musste doch auch weg hier. Aber wie es im Weg steht.
Das hat mal nicht funktioniert, Junge. Ach, den ganzen Mist hier raus. Der ganze Dreck überall. Kümmert sich aber auch keine Sau drum. Naja. Manfred, was los? Ja, ich weiß, es ist kalt, aber muss man bei dem Wetter im Wasser stehen? Muss man bei dem Wetter im Wasser stehen? Also echt. Siehst du das von mir? Das ist... Nee, also... Na? Tja, weiß ich jetzt nun auch nicht. Oder könnte ich da mal in die Technologie hineinschauen? Vielleicht findet sich ja da was Neues. Erworben, 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 erworben. Haken dran, Haken dran, Haken dran, Haken dran. Alles erledigt. Hier. Auch alles. Gibt nichts, nichts, nichts. Waren die Wege wirklich das Einzige? Naja, sei es drum. Kleine Tasche und einfacher kleiner Rucksack. Oh, Moment mal. Das Münzsymbol wurde also auch geändert, wie ich da sehe. Gefiel mir vorher aber besser. Irgendwie. Naja. Weitergeschaut. Beutel, einfacher Rucksack. Brauchen wir nicht. Hatten wir schon die höchsten erworben. Also nichts Neues hier zu sehen. Nichts Neues zu basteln. Habe ich das wohl falsch verstanden? Und er sprach, es werde Licht, doch die Fackel brannte nicht. Naja. Die ein oder andere. Nehme ich mir mal einen hölzernen Speer mit. Packe mir mal... Och, geh mir aus dem Weg. Packe mir nochmal den Eisenspeer ein. Die Schaufel kann wieder weg. Brauche ich jetzt nicht mehr. Und steche einfach mal ins Blaue hier. Man kann es ja mal probieren. Wasser. Ja, knietief möchte ich schon stehen hier. Gluck, gluck, weg war er. Da läuft der Doofe durch den Fluss. Ohne Plan. Nee, aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert, wie ich das hier versuche. Sehen tue ich aber auch in der Sicht nichts. Sollte man das sehen? Schilf, Wasser. Da können wir mal eine kleine Runde drehen. Nur mal eine kleine. Ob mir da irgendwas ins Auge springt? Bis jetzt alles beim Alten. Hüppe! 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 Nichts, nada. Ja, gut. Muss ich mich noch mal kundig machen, was das betrifft? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dann halt wieder zurück. Der Tag neigt sich schon wieder dem Ende. Da basteln wir dem guten Henrik noch eine schöne Armbrust. Und dann schauen wir doch mal, ob wir uns... Wie sieht's aus mit Uhrzeit? Müssen wir uns schon ins Bett legen? Naja, man könnte es machen. Und man könnte auch noch schauen, ob wir ein bisschen Dekoration unterbringen. Ach, schön, wie das alles so leuchtet. Wollfäden, meine nächste Frage. Schon wieder bereit? Was für die nächsten Laternen? Ich würde mich freuen.
schaue ich doch direkt mal in die Truhe rein. Was ist denn? Warum nix? Ihr hattet doch jetzt einen ganzen Tag Zeit. Was habt ihr denn gemacht? Wenigstens was im Lager drin. Taschen, Schurscheren, ja, ein bisschen wieder was zum Verkaufen. Wolle, Wollfäden, ein einziger. Wahnsinn. Da klatsche ich jetzt mal für. Na prima. Heute keine Laterne. Schade. Ja Mensch, da hatte ich jetzt noch ein bisschen Fischen und so mit eingeplant, aber stehe ich ja wieder hier da. Hab nichts vorzuweisen. Ach, schlafe ich erst mal eine Nacht drüber. Schau mir die Situation morgen an und wenn nicht, basteln wir, wie gesagt, den guten Henrik erstmal die Armbrust. Habe die Filtern euch aber richtig ausgeschlafen. Du bist auch nicht die Gesprächigste, hä? Raus aus dem Bett und raus aus dem Haus. Ja, weg von deinem Garten. Naja. Sieht man jetzt vielleicht sowas? Bei Tageslicht. Fischerhütten. Gut. Da hab ich mich doch nicht ganz geirrt. Fischbär. Wir brauchen zwei Leinenfäden. Das andere haben wir alles. Pack ich gleich mal 10 Leinenfäden ein. Das will ich jetzt sehen, wie das geht. Ein bisschen Fisch. Auf den Tisch. 10 Stück, hatte ich gesagt. Ja Mensch, wieso kann ich denn das da nur in der Fischerhütte basteln? Sonst kann ich doch auch alles in der Schmiede herstellen. Aber na gut. 5-mal jetzt hier. Zimmer dir mal da ordentlich was zusammen. Ja, das hört sich richtig an. Ja, das muss noch durch die Schlinge durch und jetzt einmal festziehen. Okay, einmal anschärfen an der Seite. Da muss noch ein bisschen was weggeschält werden. Jetzt haben wir es. Okay. Ja, dann nimm mal in die Hand das gute Stück. Angelspeer. Naja, angeln kann man damit nicht wirklich. Ich würde es dann eher schon Fischer nennen. Aber na ja, gut. Kleinigkeiten, wieder mal. Ja, und nun? Muss man echt hier auf die Suche gehen, wie das aussieht? Na? Zack. Ja gut. Schauen wir mal. Müsste doch mal irgendwann was kommen. Oder war da der Speer eingefügt, aber die Fische vergessen? Das wäre natürlich ärgerlich. Kann man einmal unter Wasser schauen. Gluck, gluck, gluck. Ja, na gut, dass wir genug Luft haben für das Ganze hier. Trüb, alles trüb. Schwimmt nichts, zappelt nichts. Man sieht nichts. Wer weiß, wer weiß. Ich habe es versucht. Ich habe geschaut und bin gescheitert. Naja, wer sucht, findet meist nicht.
Lassen wir das Ganze einfach mal auf uns zukommen. Oder wegschwimmen. Da waren sie. Habt ihr sie gesehen? Habt ihr. Wo sind sie hin? Ich will sie haben. Also doch schwimmen sie einfach hier rum. Aber da muss man ja... Puh, das lohnt sich ja dann. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Da extra auf die Jagd für zu gehen. Ja super, bin ich gleich jetzt drüben. Scheinbar so schreckhaft wie auch alle anderen Tiere. Unerfreuliche Neuigkeiten. Naja, so wird das schon mal nichts hier. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass da was im Fluss rumschwimmt. Und wenn man es weiß, kann man ja immer mal ab und an die Augen offen halten. Na, immer mal so nach drüben schielen. Und sich vielleicht gegebenenfalls auch mal anschleichen. Mann, ey, mach nicht solche Wellen hier. Na gut. Das war's, würde ich sagen. Komm jetzt hier auf den letzten Meter noch. Ich will Erfolge vorweisen. Ich will was zeigen. Oh, oh. Sieht man aber auch nicht. Die kleinen Biesters. Naja. Ach, wirklich Schluss jetzt hier. An der Stelle. Der Henrik braucht noch seine Armbrust. Wenn ich jetzt nur wüsste, was man dafür braucht. Ja, wo war das wieder zu finden? Ja. Armbrust. Rundhölzer. Zwei Stück. Nee, Moment. Eins. Nee, zwei. Mensch. Sechs Leinenfäden. Und ein Leder. Ob ich mir das merken kann? Leinenfäden? Ach nee, nur Leinengewebe. Muss ich doch bis darüber stiefeln. So. Gib mal her hier. Sechs davon. Einmal Leder bräuchte ich noch. Was war es noch? Zweimal Rundholz. Und das andere habe ich schon wieder vergessen. Eisen. Vier Stück. Einen habe ich noch. Einen nehme ich mir. Eisen packe ich mir ein. Sollte reichen. Für das, was ich brauche. Eine schöne Armbrust. Für den Henrik. Dann müssen wir wieder ein bisschen was knuspern, wieder ein bisschen was schlürfen. Dann bringen wir dem Kollegen das Ding hin und schauen vielleicht nochmal hier um die Ecke in den Wald rein, ob da nicht noch ein Eber steht, den wir erlegen können und dann die andere Quest auch noch abzuschließen. Ich glaube aber mal, wo er nicht. Wo ist er hin? Zeig dich. Ja, passt doch. Sperre habe ich dabei. Ich komme dir mal entgegen. Ne? Ich bin mal so freundlich. Och nein, nicht wirklich in der Hütte drin, oder? Doch. Oh, da fällt mir aber ein, hier könnte man direkt aber auch noch einen Weg durchziehen. Na, das machen wir dann in der nächsten Folge. Hier so schön
durch das Tor durch, an der Hütte entlang und da zwischen Palisade und Steinzaun durch bis zu unserem anderen Weg vor. Oh, ihr mögt's luftig? Hey, was ist denn hier passiert? War letzte Nacht ein Sturm unterwegs? Hab ich da was verpasst? Sieht nicht gut aus. Ja, bitte, 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 hier. Schieb's dir sonst wohin. Reparieren wir dann auch später. Heute nicht mehr. So, jetzt wollte ich nochmal schnell in das Waldstück rüberschauen. Sichtverhältnisse sind ja gerade optimal dafür. Aber, ach, auch hier ist die Hütte kaputt. Ja, wir müssen dann wohl mal eine größere Runde drehen und das Ganze mal wieder instand setzen. Wieder mal kein Eber unterwegs. Was ist denn los? Hat sich das rumgesprochen? Habt ihr euer Revier verlegt? Kann ich jetzt nicht mit umgehen. Schwierig, schwierig, schwierig. Na gut, na gut. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Dann war es das für uns an der Stelle. Springen wir nochmal schnell zurück in die Stadt. Schlürfen was, essen was. Und dann schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Hoffentlich mit ein paar mehr Wollfäden, dass wir noch ein paar Laternen setzen können. Und wenn nicht, es ist da noch genug Platz, wo Dekoration hinpasst. Sag ich jetzt mal so. Ja, hier, lecker, frisch und klar, kühl. Ah, fein. Was gibt's heute? Ja. Nö. Ordentlich Eier drin hier. Da greife ich doch direkt mal zu. Hat übrigens nichts zu bedeuten, dass ich mich immer für die Eier entscheide, ne? Nicht, dass da jemand auf dumme Gedanken kommt. Mein Gott. Frisch gestärkt, bereit, das Ganze an der Stelle nun zu beenden. Hier schön neben meinem Freund, hier fühle ich mich wohl. Gut. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.